Hey Leute, was geht ab bei euch? In diesem Video möchte ich euch ein echt krasses Langzeitfazit über LexOffice geben. Und wie immer gilt bei uns auf dem YouTube-Kanal, Ehrlichkeit währt am längsten und deshalb auch die Info, dieses Video wird unterstützt durch LexOffice selbst. Bedeutet aber nicht, dass ich jetzt irgendwie euch Quatsch erzähle, sondern es ist tatsächlich so, dass ich nachweislich LexOffice schon viele Jahre benutze. LexOffice ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier auf unserem Kanal ein paar Videos für euch zu machen. Und da habe ich natürlich direkt gesagt, super, weil ich kann es tatsächlich aus eigener Erfahrung sehr gut empfehlen. Ich nutze LexOffice jetzt, ich glaube, seit 2015 oder 2016. Also auf jeden Fall schon eine ganze Weile und habe LexOffice auch in der Zeit schon genutzt, als ich nebenberuflich selbstständig war. Inzwischen bin ich ja hauptberuflich selbstständig und nutze nach wie vor LexOffice. LexOffice hat, und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen übertrieben, insofern mein Leben verändert, dass ich inzwischen unglaublich viel Zeit spare und dass mir Buchhaltung auch endlich mal Spaß macht. Buchhaltung ist ein Thema, das eigentlich kein DJ interessiert. Also wer von euch hat Bock auf Buchhaltung? Wahrscheinlich niemand. Und LexOffice macht es echt wirklich einfach. Ihr könnt über LexOffice einfach Belege mit eurem Smartphone einscannen, also mit dem Smartphone ein Foto machen. LexOffice übernimmt das, hat sogar eine Texterkennung und übernimmt sogar großen Teil der Texte, wie jetzt zum Beispiel das Datum des Belegs oder die Belegnummer in die LexOffice-Datenbank. Zum Teil ist die Texterkennung sogar so gut, dass sogar die Kundendaten übernommen werden. Also, dass man einen Kunden komplett über den Beleg anlegen kann. Steht der Name drin, Adresse, die Bankverbindung, alles, was eben für euch als Unternehmer wichtig ist. Aber das ist nicht alles, was LexOffice bietet. Mit LexOffice kann ich innerhalb von wirklich wenigen Minuten komplette Rechnungen schreiben. Ich habe zum Beispiel für meine DJ-Leistungen verschiedene Pakete. Habt ihr sicherlich auch. Und ich wähle einfach das jeweilige Paket ein, also tipp hier DJ Service 1 zum Beispiel und dann wird das Paket sofort eingefügt. Ich habe das vorher als Produkt angelegt, da steht der Preis schon drin. Die Mehrwertsteuer wird abgerechnet, sofern du mehrwertsteuerpflichtig bist. Alles ist schon komplett fertig mit einem Mausklick. Du tippst den Namen des Kunden ein, drückst auf Rechnung erstellen, die Sache ist erledigt. Also ihr merkt schon, das geht unheimlich schnell und präzise. Ich brauche im Schnitt für die Erstellung einer Rechnung ungefähr 60 Sekunden. So kann ich also zu meiner Frau auch mal sagen, während sie sich noch die Schuhe anzieht, warte mal eben, ich schreibe mal noch schnell eine Rechnung. Ihr kennt das. Frauen brauchen länger, um die richtigen Schuhe zu finden. Ich kann also wirklich verdammt schnell Rechnungen schreiben am Rechner. Und ich kann auch Rechnungen schreiben am Smartphone. Ich kann über die LexOffice-App ohne weiteres eine Rechnung schreiben, kann es dem Kunden hinhalten. Er kann einen QR-Code einscannen von PayPal und kann direkt über PayPal bezahlen. Auch das ist mit LexOffice umsetzbar. LexOffice hat aber nicht nur den Umgang mit meiner Buchhaltung für mich verändert, sondern eben auch meinen Blick für die Finanzen. Und das ist für uns Unternehmer, egal ob ihr das jetzt nebenberuflich oder hauptberuflich macht, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Solltet eure Finanzen wirklich immer absolut perfekt im Blick haben. Und LexOffice ermöglicht euch das. Ich empfehle auch allen, die ein Nebengewerbe anmelden als DJ, immer auch ein Konto für dieses Nebengewerbe anzumelden, um die Finanzen ein bisschen trennen zu können, um einen besseren Überblick zu haben. Und LexOffice bietet euch die Möglichkeit, dass ihr euer Konto dann mit LexOffice verknüpft und in LexOffice dann eben die einzelnen Buchungen direkt auch benennen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Rechnung schreibt und euer Kunde bezahlt, LexOffice erkennt das, die Rechnung ist bezahlt, ihr prüft es nochmal, übernimmt es und dann ist die Zahlung auch verknüpft und ihr wisst, okay, der Kunde hat bezahlt. Genauso ist es auch mit Geldausgängen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Rechnung bekommt und ihr bezahlt die oder es geht per Lastschrift ab, LexOffice erkennt es in der Regel und verknüpft dann die Bankbewegung mit der jeweiligen Buchung. Und ihr habt immer einen genauen Überblick darüber, wie viel Geld bekommt ihr noch von Kunden und wie viel Geld müsst ihr eben noch an irgendwelche
Unternehmer zahlen, weil ihr davon Leistungen erhalten habt und eben noch offene Rechnungen habt. Ihr habt also immer einen perfekten Überblick über eure aktuellen Finanzen. Ein weiterer Riesenvorteil, der LexOffice hat, ist für mich die Zusammenarbeit mit meinem Steuerberater. Ich habe lange Zeit meine Steuer selbst gemacht. Seit 2018, also mit dem Eintreten in die Selbstständigkeit, habe ich mir wieder einen Steuerberater zugelegt. Und das ist so unkompliziert. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal einen Steuerberater. Da musste ich meine ganzen Belege immer ausdrucken, dann dahin fahren und so weiter. Das gibt es mit LexOffice gar nicht mehr, weil die Steuerberater können auf euer LexOffice-Konto zugreifen. Die kriegen quasi einen eigenen Login. In diesem Login sehen sie auch nur die Daten, die sie eben sehen müssen. Also nur die Rechnungen und so weiter, die ihr geschrieben habt, eure Eingänge, eure Buchhaltung. Und haben so immer Zugriff auf eure Belege und können sich die Belege dann auch für die Steuererklärung und so weiter runterladen oder für Umsatzsteuervoranmeldung und können für euch dann das Ganze erledigen. Ihr merkt also, LexOffice macht das Leben einfacher und ich muss sagen, nach jetzt fast 5 Jahren Nutzungszeitraum kann ich das nur einmal mehr bestärken und euch den Tipp geben, sucht euch so eine Software wie LexOffice. LexOffice kann ich euch halt wirklich empfehlen, weil ich es selbst nutze. Ich nutze es ja auch mit dem DJ Talk, also auch der DJ Talk hat einen eigenen LexOffice-Account. Und wenn ihr Interesse habt an LexOffice, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Darüber könnt ihr euch anmelden. Und erhaltet auch noch einen saftigen Rabatt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, über diesen Link sich mal anzumelden, das Ganze mal anschauen. Schreibt gerne dann auch mal in die Kommentare rein, wie eure Erfahrungen mit LexOffice ist. Habt ihr LexOffice vielleicht schon? Dann schreibt es auch mal in die Kommentare rein, wenn ihr LexOffice schon nutzt und welche Funktionen ihr denn am coolsten findet an LexOffice. Würde mich auch mal interessieren. Ich persönlich, also mein Favorit ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, weil das hat mein Leben wirklich extrem erleichtert, hier keine Belege mehr von A nach B fahren zu müssen. Und ich scanne einfach immer alles gleich ein, alles gleich in LexOffice rein und dann ist es wirklich aus den Augen, aus dem Sinn und ich brauche mir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Vergangene Woche habe ich ja schon ein Video darüber gemacht, wie ihr eure Rechnungen rechtssicher machen könnt. Und LexOffice ist auf jeden Fall rechtssicher, denn alle Buchungen sind so, dass ihr die nicht mehr im Nachhinein verändern könnt. Das ist also, jede Veränderung ist auch nachvollziehbar, wenn was veränderbar ist, also Stornierungen und so weiter. Und es ist sehr, sehr wichtig, falls ihr daran Interesse habt, wie ihr eure Rechnungen rechtssicher machen könnt, schaut euch auf jeden Fall das Video von der letzten Woche nochmal an. Video verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Video und öffnet einem auch so ein bisschen die Augen. In diesem Sinne wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit. Freuen uns drauf, euch bald schon wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Daumen nach oben zu geben fürs Video und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn wir ein neues Video für euch haben. Bis bald. Bye, bye.